Und weiter geht's mit der TSV 1860 München Karriere. Heute dann kein Spiel, sondern nur die Wintertransferphase, in die wir jetzt reinstarten. Und dann noch die große Frage ist, was man tut. Wir werden im 5-3-2-System weiterhin durchspielen. Die wichtige Infos hier und die Jugendakademie, die auch so langsam sich weiterhin voranschreitet. Und dann schauen wir mal, was uns hier noch heute auf der Wunschliste so sie anlächelt. Wir haben ja noch für die kommende Saison schon ablösefrei verpflichten können. Da ist unter anderem ein Andrea Lazzari, der dreißigjährige Italiener, oder auch nicht. Vrančić. Ich würde gerne Niklas Hauptmann holen als Talent aus Dresden. Nehmen dann mal 1,4 Millionen, fragen wir dann mal an. Dann vielleicht noch einen Quirin Moll. Teixeira vielleicht ablösefrei für beide Seiten. Aber wir warten erstmal noch und schauen erstmal ins Training von unseren jungen Talenten. Wir gehen weiter voran. Transfergebot kommt für Simon. 600. So, Marktwert versuch mal 700.000. Und nach Karlsruhe. Abschlussberichte für Skalaktidis und auch für Valentini. Könnte man mal hier vielleicht ablösefrei holen? Ja, könnte man. Als Rechtsverteidiger, denn Busch Leihe läuft ja ab. 3 Jahre. 15.000. Und wir geben ihm mal die Rolle wichtiger Stammspieler mit. Und dann schauen wir mal, ob das auch so wird. Schaue ich nochmal, was wir noch so auf der Liste haben. Karriere noch bescoutet, genauso wie Paul Asbeck, Mendel, Riemann und Schauner unter anderem. Und wir schauen mal rein, denn wir müssen einen neuen Keeper wahrscheinlich verpflichten. Den Ortega wird sich den Vertrag bei uns nicht verlängern. Scouting. Bernhard Wimmer, 17 Jahre jung. Da schon bei uns im Scouting. Wir warten das noch ein bisschen ab. Der andere Jugendbericht. Emil Meyer hält sich stabil da. Auch Sven Schulze bleibt erstmal stabil. Und dann schauen wir Albert Groß. Der bleibt mal im Bericht. Graf wird abgelehnt. Richter wird abgelehnt. Meier wird
Lang wird abgelehnt, lang wird abgelehnt und auch Wagner nochmal abgelehnt und damit gehen wir damit erstmal auch zurück und gehen noch ein paar Tage weiterhin voran. Das Transfergebot für Ortega ist da, Sandhausen und auch Sturm Graz scheinen ein Angebot zu hinterlegt zu haben. Sandhausen wird mal abgelehnt. Ortega 1,1 Millionen. Versuchen wir es mal mit 2 Millionen für Ortega. Und schauen mal, was dann noch dabei herumkommt. Da sind noch die Abschlussberichte, die wir nochmal schnell uns anschauen. Fausto Rossi. Antonio Barilla, Daniele Pardelli 31, aber leider vom Gehalt her nicht zu stemmen. Und dann schauen wir mal, was wir noch in Österreich so finden. Auch wohl nichts für uns sein. Dann auch noch Hanschitz, Strebinger, Reike und einmal Transfergebote für Ortega und für Simon nochmal. Der KSC erhöht sich. Werden da mal 75.000 verlangen. Und Austria Wien, auch die wollen 1,1 bezahlen. Wir fordern auch hier 2 Millionen. Dann wird das wohl darauf hinauslaufen, dass wir wahrscheinlich jetzt noch einen Keeper verpflichten müssen. Inakzeptabel von der Dynamo. Dann wird halt erstmal das Transferangebot für Valentini, den wir verpflichten bei Vorvertrag. Die Dresdner wollen 2,4. Versuchen wir mal bei der Dynamo. Die Abschlussberichte. Niemand wird wohl zu krass werden. Mendel könnte da die man vielleicht Idee eines Transfers jetzt im Winter sein könnte für diesen Mann, unseren neuen Schlussmann. Können wir, was man Weggang betrifft, Ortega wird sich hier angeblich nochmal alles versuchen, so sagte er, und Unuka möchte über sein Gehalt sprechen. Ortega 2 Millionen. Möchte. Schauen wir
rein in den nächsten Tag, Ortega. Die Austria möchte nicht so viel und auch Sturm Graz möchte nicht so viel bezahlen. Simon akzeptiert 70.000 und die Young Boys 1,1. Versuchen mal 1,5 Millionen für den Young Boys für Ortega. Und wir gehen nach wie vor nochmal ins Training. Damit gehen wir rein. Schwarze pusht sich. Gehen noch ein paar Tage voran, haben noch mal zwei neue Rechten, und zwar, dass beide Angebote akzeptiert sind. Top-Spieler. Für Martin Mendel versuchen wir mal. Und dann schauen wir mal, was wir denn heute noch hier passiert. Die haben hier nur Nachrichten. Oder Kai verlängert. Freiburg möchte ebenfalls mit Mendel verhandeln. Ist erleichtert. Flüsterte er. Und wir gehen die nächsten Tage voran. Angebot für Mauers, Berger und die 1000 von Berger 700.000 nach an Bremen. Und damit gucken wir mal, was wir noch haben. Da ist das Angebot für Martin Mendel, der das Angebot annahm. Und damit haben wir unseren neuen Stammkeeper dann verpflichtet. Ortega, die Angebote. Heidenheim möchte ich Ortega nicht abgeben. Und Osasuna 1,4 Millionen noch da. Ortega vielleicht jetzt dann doch nochmal abzugeben. Und Hauptmann nach wie vor noch die 1,8 Millionen, die für Hauptmann da noch im Klaassen und den Verein verlassen, nämlich nach Karlsruhe. Die Young Boys wollen so viel nicht ausgeben. Komma. Dann haben wir 1,3 Millionen. Hauptmann nach wie vor 1,8 Millionen. Wir müssen
uns noch ein bisschen gedulden, glaube ich, bis wir den Transfer. Fixen können. 5-Jahres-Vertrag. Haben wir uns auch und auch das Gehaltsbudget könnte bei uns dann, glaube ich, ein kleines Problem werden. So ist es nämlich, das genau das. So. Pro Jahr 240.000, 350. Nach Dänemark und vor mit Ortega 1,3 Millionen von Mechelen und auch nach Lausanne Sport mit 1,3 Millionen. Wir werden noch mal ein paar Tage jetzt hier vorangehen. Mauersberger, Wolfsberg nicht so viel für Ortega. Mauersberger 500.000. 150.000 versucht man nach Bremen zu bekommen. Schauen wir jetzt noch. Lacazette auf die Startelf. Wird für Mauersberg auf die Bank. Mittelstädt. Stojkovic. Ballbesitz. Wir werden jetzt auch mal schnell ein bisschen hier mal ein bisschen um. Taktik noch ein bisschen anpassen. Und dann gehen wir noch mal ins Training hinein. Pusht sich richtig gut. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Und dann schauen wir nochmal Excelsior. 1 Million. Nein, 1 Million. Was hast du da? Nicht so viel wert. Also müssen wir es ein bisschen, noch ein bisschen runter, aber 0,25 Millionen. Tiger. Schauen wir mal mit den
Rennen. Sagen, vielleicht noch eine gute Woche, würde ich sagen. Gehen wir vielleicht immer voran, um zu schauen, ob es noch was gibt. Es sind noch drei Nachrichten. Nämlich Michelin 1 Million, Nusan Sport 1 Million. Millionen. Ja, und auch hier noch mal 1,25 Millionen. Dann hier noch ein paar Tage voran. Scouting-Berichte. Was? Österreich. Raipolos, Becchauna. Und ich da mal generell auf die Wunschliste setzen, um zu schauen. Und noch was wäre jetzt 25.000. Ja, von mir aus. Okay. Tage voran. Naiming 1,2, Excelsior 1,1. Millionen. Und wir bleiben bisschen sagen wir 1,1 Millionen, 1,1 Million, also es bleibt dabei, die Angebote für Ortega reißen nicht ab, aber sie sind halt alle nicht bereit, tatsächlich die 1,25 Millionen bezahlen. Wir gehen nochmal Tage voran. Ist ein Spieler verkauft, nämlich Boja. Nijmegen möchte nicht so viel bezahlen. Bremen, Moersberg ist auch verkauft. Eigentlich sehr gerne den Tamara noch mal mit einer zweiten Training. Und zwar würde ich da bei ihm durchaus gerne eine Defensivwerte ein bisschen schulen. Und dann ich sagen, dass wir dann jetzt noch mal schauen. Lausanne möchte nicht so viel verlangen und auch Excelsior ist nicht bereit, so viel auszugeben. Und wir dann noch mal zwei Nachrichten an mich. Ortega, Michelin auch nicht. Hauptmann auf der offenen Pipeline sitzen, Braunschweig bei Ado Den Haag. Auch hier wird gleich 1,25 Millionen. Braunschweig möchte ich ihn nicht hinabgeben. Das mal so. Doch hier sind 1,25 Millionen angezeigt. Dacht für Hauptmann, wir gehen nochmal schnell rein. Jetzt könnte man ihn vielleicht sogar holen, was nochmal schnell angefixt wird. Denn Hauptmann wäre ein wichtiger Baustein für uns, den ich so sehe.
Dann gehen wir noch ein paar Tage voran und sind dann gleich hoffentlich endlich beim Spiel gegen Aue. Mein Gott, nein. Immer noch nicht. Erstmal wird Hauptmann akzeptiert. So. Damit ist dann auch fast das ganze Transferbudget erstmal aufgebraucht. Mich nach wie vor nicht die geforderten 1,2 Millionen. Noch Arthur Den Haag nicht. Und Crotone aus Italien auch die. Vielleicht wollen wir da mal anfangen auf 1,2 Millionen. Und damit Ortega Union, nö. Das sehe ich so mal gar nicht ein. Crotone sagt 1,1, das ist sein Marktwert. 1,2. Gucken wir mal, was sie dazu sagen. Hallo Den Haag. 1,2, wir kommen hier noch mal etwas entgegen. Aber das ist wirklich die allerunterste Grenze. Brauchen wir euch denn? Mouscron aus Belgien sagt 1,2 Millionen. 1,25 Millionen akzeptieren sie. Damit sind wir dann jetzt noch mal. Den Haag sagt nö. Behandlung abgebrochen. Der Grund möchte derzeit nicht umziehen. Crotone sagt für die 1,2 Millionen, also vielleicht dann doch nach Italien für Ortega. Und an dieser Stelle dann jetzt ach, der Nationalmannschaftstrainer von Paraguay und dem Verkauf von Ortega an Crotone würde ich sagen, beende ich den Part, sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part am 18. Spieltag gegen Erzgebirge Aue. Bis dahin bleibt gesund, haut rein und ciao.